Hi Leute, und dass ich diesen Satz, den nachfolgenden Satz noch einmal sagen darf, wundert mich gerade selbst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Total War Warhammer Turnier. Viele werden sich jetzt sagen, boah, Total War Warhammer Turnier, da gibt's bei mir, da kommt bei mir was im Gehirn, aber ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich das zuordnen soll oder sowas. Werden einige sich denken, andere, die neu auf dem Kanal sind, denken, was, Total War Warhammer Turnier, sowas gibt's. Ja. Und andere werden sagen, cool, Total War Warhammer Turnier, endlich geht's hier mal noch weiter. Und als kurze Aufklärung, als Gedächtniserneuerungsstütze, wie auch immer, oder Erinnerungsstütze, beziehungsweise einfach auch für die Neuen. Wir haben mal ein Total War Warhammer Turnier gemacht, das war schon im letzten Jahr noch, und irgendwann war es dann im Finale, ging es dann plötzlich nicht mehr weiter. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich bin ein Freund davon, Sachen zu beenden. Wir hatten hier, und deswegen beenden wir es jetzt auch, der Nuradon und der Sergals haben endlich gesagt, sie spielen das Ding noch fertig, und das freut mich wirklich sehr. Danke an euch zwei dafür. Und genau, das hier ist nämlich das Finale schon, wie gesagt, und für alle, die damals nicht dabei waren oder sowas oder es nicht gesehen haben, in der Beschreibung gibt es einen Link zur kompletten Playlist, die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr das wollt. Und für die Leute, die sagen, cool, endlich geht es hier noch weiter, die lade ich ganz herzlich ein, hier diese drei letzten Finalgefechte zu spielen. Beziehungsweise auch die Leute, die damals nicht dabei waren, aber sagen, boah, jetzt die ganze Playlist durchgucken will ich irgendwie auch nicht, was ich zwar sehr schade finde, weil wir sehr, sehr gute Gefechte dabei hatten. Die lade ich natürlich auch recht herzlich ein, mir jetzt hier bei den drei Gefechten zuzuschauen. Das wird jetzt so laufen, dass die nächsten Tage, also immer da, wo normalerweise Total War Liga kommt, Dienstag, Donnerstag und Samstag, dafür jetzt eben diese Warhammer-Gefechte die Woche kommen. Und dann geht es nächste Woche, Dienstag, Donnerstag, Samstag wieder weiter mit der Total War Liga. Genau, was ich gerade eben so ein bisschen seltsam fand und nicht so ganz verstehe, ist, mir werden hier gerade gar keine Einheitenstatistiken angezeigt. Ich denke, ich weiß den Grund dafür, denn es ist so, dass es irgendwie ein Update gab, seit die das Gefecht gespielt haben, ist noch gar nicht so lange her, aber wegen dem Norskar DLC gab es ein Update und vielleicht wird deswegen hier diese Einheitenstatistik jetzt gar nicht richtig angezeigt. Ich hoffe, dass das Gefecht trotzdem richtig übernommen wurde. Kann ich jetzt nicht so ganz sagen, das ist ein bisschen seltsam und es tut mir auch hier an der Stelle leid. Ich habe gerade auch die Optionen durchgeguckt oder so, aber es gibt einfach keine Begründung dafür. Man sieht es auch hier drüben, ja, man sieht es auch hier drüben, also immer einblenden, ja genau, richtig. Also deswegen, man soll es eigentlich sehen, aber irgendwie doch nicht, naja. Wir schauen uns die beiden Armeen an. Nuradon hier drüben als Zwerge, wir spielen die Schlacht von Weisenburg. Und hier drüben Sergals mit den Grünhäuten, also zwei doch relativ standardmäßige Feindfraktionen, kann man so sagen. Wobei, was ist im Warhammer-Universum schon Standard, ja. Genau, und wir schauen uns die Armeen mal an. Was haben wir hier drüben? Wir haben hier drüben zweimal Armbrustschützen. Dann haben wir Eisenbrecher, wirklich eine super Einheit bei den Zwergen. Wir haben hier Bergwerker, noch mehr Bergwerker, und diese Bergwerker sind, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die Einheit ist, die so Sachen werfen kann. Ich glaube ja, das sind die Bergwerker, nämlich, wobei, die können ja alle werfen, also sie können so Granaten werfen, so in der Art. Dann haben wir hier drüben drei Einheiten Musketen, haben hier einen Tain, einen Nahkampfspezialisten, haben dann nochmal Zwergenkrieger, Eisenbrecher, Armbrustschützen und noch einen und noch den Anführer Krombindral, der weiße Zwerg. Cooler Typ. Hier drüben noch eine Einheit Hammerträger und hier hinten noch mal zwei Einheiten Hammerträger und natürlich noch eine Einheit Groll schleudern, weil Zwerge ohne Artillerie sind wie Zwerge ohne Bart. So, und dann haben wir hier drüben auf der anderen Seite die Armee der Grünhäute von des Sergals. Wir haben hier an der Flanke Moschatz, der Ork-Wildschweinreiter. Eine sehr, sehr coole Einheit, wie ich finde. Dann haben wir hier als Infanterie wild durcheinander, ohne Disziplin, so wie wir es von den Orks kennen. Zwei Einheiten Schwarz-Orks. Ork-Moschatz. Und weil es so schön ist, nochmal Ork-Moschatz. Und nochmal Schwarz-Orks. Und nochmal Schwarz-Orks. Und Ork-Moschatz.
und eine Riesenspinne. Igitt. Ich hasse ja Spinnen persönlich, habe immer noch ein Trauma von der Anfangsszene in dieser Höhle bei The Elder Scrolls Skyrim. Und dann haben wir hier noch einen Ork-Schamanen. Und da drüben im Wald haben wir nochmal zwei Mamoschas, der Ork-Wildschweinreiter. Ich suche gerade noch so ein bisschen den General, um ehrlich zu sein. Oder ist es der Schamane? Ich glaube aber nicht. Nee, der General steht hier. Und zwar ist es ein Ork-Wagboss, also ein ganz normaler Ork-General mit Wildschwein allerdings. Jetzt nicht irgendwie großartig was Besonderes im Sinne von einem der Heldencharaktere oder so. So, ach und, das habe ich auch noch vorhin voll übersehen. Wir haben hier noch einen Gyro-Bomber. Also kein Gyros-Bomber, sondern einen Gyro-Bomber. Geldtechnisch spielen wir, glaube ich, mit 13.500, wenn mich nicht alles täuscht. So, und da geht schon die... Oh, die ersten Orks gehen zu Boden hier. Der erste, na gut, die meisten stehen wieder auf und da drüben... Auch wieder einer, oder? Ne, vier dieses Mal sogar. Ne, drei. Drei dieses Mal. Ja. Und natürlich hier der Oger, habe ich den von den Riesen, habe ich schon gesagt, oder? Ja, Riesen und die Arcanarok-Spinne. Finde ich sehr cool, auch auf bisschen was an großen Viechern hier zu setzen. Das ist immer sinnvoll. Auch als Grünhäute, wenn man dann sowas hat. Aber natürlich auch hier ganz viel Zeug, dass er einfach mal sterben kann, nämlich diese ganzen Orks. Und einfach die anderen unterstützen, weil diese Riesenviecher an sich sind ja auch immer recht verwundbar, muss man sagen. Vor allem gegen gerade so Musketen und Armbrustschützen ist das immer relativ fies. Es gibt hier die ersten Schüsse. Ui, und ein Zauber. Da rein. Aber ist niemand gestorben, wie es aussieht. Nur ein Leben haben die Einheiten hier verloren, was natürlich auch immer gar nicht schlecht ist. So, ja, Nuradon hier eine sehr defensive Position. Macht natürlich auch Sinn, weil man Artillerie und Armbrustschützen und Musketen und alles dabei hat. Was ich jetzt hier drüben nicht so ganz verstehe, ist, warum man die hier nach vorne schickt. Ich denke, das war ein kleiner Fehler von ihm. Denn jetzt sind die hier vorne drin und werden natürlich jetzt abgemetzelt vor den Bergwerkern. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, um ehrlich zu sein, warum das so gemacht wurde. Und wir sehen es hier schon, der Riese ist ordentlich unter Beschuss schon von den Armbrustschützen. Und hier sehen wir die vorhin angesprochenen Granaten. Auch eine coole, coole Sache. Ja, und da drüben geht es auch fröhlich weiter mit dem Brennen. So, aber schauen wir mal nochmal raus. Was sehen wir jetzt hier drüben? Hier drüben sehen wir die Moschas der Ork-Wildschweinreiter, die ordentlich auf dem Weg sind hier rüber und dann die Eisenbrecher und die Armbrustschützen vielleicht angreifen können. Oder hier durch diese Lücke durch können. Ich bin gespannt, aber sie müssen ein bisschen den Berg hochreiten. Mal schauen, für was er sich entscheidet. Hier kommen schon wieder die nächsten Granaten. Hat jetzt aber nicht so wahnsinnig viel gebracht. Dafür werden die jetzt hier angegriffen, die Eisenbrecher. So, und was sehen wir hier? Ja, die Musketenschützen flüchten, wie erwartet. Das wurde natürlich hier gar nichts, ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir hier die Spinne, die jetzt hier durchgebrochen ist, aber noch nicht so wahnsinnig gut angreift, meiner Meinung nach. Also da könnte man natürlich noch mehr erwarten. Aber jetzt fängt sie mal so langsam an. Schaut euch dieses Viech an, dieses Monstrum. Wah. Eklig. Aber sie bekommt noch nicht wirklich was ab. Hier haben wir den Riesen. Wo haben wir den Riesen eigentlich? Wo ist der unterwegs? Ach hier, aber der ist gleich tot. Gibt gleich eine fette Leiche hier auf dem Schlachtfeld. Oder er kann noch flüchten. Ja, er kann anscheinend noch flüchten. Ja, wir sehen hier kommt Grindal mittendrin im Gefecht. Die Armbrustschützen, die können versuchen jetzt hier gegen die Arcanarok-Spinne zu schießen. Wir haben den Ork-Schaman da drüben. Ja, an der Flanke hier im Zentrum, oder besser gesagt hier im Zentrum, sieht es ganz gut aus für die Grünhäute. Und zusammen mit der Spinne und so weiter natürlich auch jetzt nicht unbedingt ein großartiges Wunder. Ja. Aber
An den anderen Flanken sieht es nicht ganz so gut aus. Hier brechen gerade doch ganz schön viele Einheiten weg. Der Grün heute. Hier vor allem noch sehr, sehr viele Einheiten. Auch die Hammerträger und Eisenbrecher. Natürlich sehr, sehr gute Einheiten. Und jetzt sieht es auch schon die Moral der Spinne hier ganz schlecht aus, wenn sie mal ein bisschen beschossen wird. Es wäre eigentlich mal ganz wichtig, dass er hier mit seinen Ork-Wildschweinreitern hier drüben reinreitet. Beziehungsweise, ach, das ist der Gyro-Bomber hier oben auch, der da drauf schießt. Ja, das scheint sehr effektiv zu sein. Da kann man natürlich nicht so wahnsinnig viel gegen tun. Ohne Fernkämpfer und so weiter hat man dann natürlich ein Problem gegen. So, hier ist der Riese nochmal. Boah, und wie er den gerade zerfetzt hat. So. Was haben wir denn da drüben noch? Die Reste, wer kämpft hier? Schwarzorks kämpfen hier noch. Mosch ist der Ork-Wildschweinreiter, Schwarzorks. Okay. Ja, jetzt flüchtet hier die Achnarok-Spinne. Uiuiui, das ist natürlich traurig, wenn sie so nah am Rand ist und jetzt natürlich hier wegrennt und flüchtet. Dieses Monstrum. Hätte es den Zwergen gegönnt, dass sie die Achnarok-Spinne getötet hätten als Rache für ihre gefallenen Kameraden. Aber auch hier die Moschas der Ork-Wildschweinreiter reiten weg, flüchten auch hier die Truppen. So haben wir nur noch hier ein bisschen was, hier kommen auch ein paar Soldaten wieder zurück. Aber man sieht es jetzt schon ganz gut. Es ist zwar ein knapper Sieg für die Zwerge, aber es wird wohl ein Sieg werden. Hier unten schlachen sie gerade nochmal ein paar Hammerträger ab, in Ordnung. Das ist ganz gut gemacht hier von Nuradon mit dem Gyro-Bomber, dass er jetzt hier halt einfach verfolgt, damit die hier nicht unbedingt wieder zurückkommen. Das bringt schon was. Der steht gerade unten, oder was? Tatsächlich macht er hier gerade einen Sturzflug. Ah ne, jetzt fliegt er wieder hoch. Okay. Komisch. Ist das gerade wahr? Doch, jetzt fliegt er wieder runter. Ah, tatsächlich. Lustig, keine Munition mehr, oder? Ne, keine Munition mehr. Dann geht er in den Nahkampf so runter. Ist ja lustig. So. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Schwarzorks, die sich aber noch ganz wacker schlagen. Und hier, oh, tatsächlich, auch hier oben, die Schwarzorks sind noch erfolgreich. Es wundert mich doch recht, was hier noch die paar Einheiten noch schaffen. Der Tain flüchtet hier, die Grollschleuder flüchtet. Einige Bogenschützen und Musketenschützen flüchten. Aber natürlich trotzdem, hier sieht man es ganz klar, es sind viel weniger Einheiten als diese Zwerge da drüben. Und da ist auch schon der Pyrrhus-Sieg. Denn die flüchten jetzt halt noch. Ja, schauen wir uns mal kurz die Ergebnisse an. Nuradon hat 1515 Mann aufgestellt, hat 1046 Mann verloren, 469 verbleibend. Und Desergas hat 1011 Mann aufgestellt, 667 verloren und 344 verbleibend. Man sieht es natürlich auch ganz klar. Erstens hat Desergas hier einige Einheiten weniger, vier Einheiten weniger. Und zum Zweiten hat er ja auch noch vier solche einzelnen Einheiten, während Nuradon drei so einzelne Einheiten haben. Deswegen natürlich die Unterschiede in den aufgestellten Truppen. Ansonsten war es doch relativ, ja, manchmal relativ eindeutig auf der einen Seite, manchmal aber auch so ein bisschen, hätte auch anders laufen können, wenn er da ein bisschen besser die Armbrustschützen und Bogenschützen, Armbrustschützen und Musketenschützen beschäftigt hätte, der Sergas von Nuradon da, hätte die Schlacht mit Sicherheit anders laufen können, da bin ich recht sicher. Ja, ansonsten fand ich, war das ein guter Einstieg hier ins Finale des Turniers. Ich habe mir sagen lassen von den beiden, dass das zweite und dritte Gefecht noch spannender wird. Und darauf freue ich mich natürlich. Und dann sehen wir mal, wie die nächsten Gefechte laufen. Das nächste kommt dann am Donnerstag wieder um 15 Uhr. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze jetzt findet, dass wir jetzt hier noch dieses Finale bringen. Freut's euch? Findet das blöd? Wie auch immer. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, weil prinzipiell ist ja auch wurscht, ob das jetzt zu dem Turnier gehört oder nicht. Es ist halt einfach mal ein Warhammer Total War kommentiertes Gefecht. Genau, so kann man das eigentlich mal sehen. Aber ihr könnt es ja mal schreiben, ob ihr das jetzt gut findet, dass wir das jetzt noch machen oder wie auch immer. Genau, was hier vielleicht noch ganz interessant ist, fällt mir gerade auf, diese Einheit Schwarzorks hier hat richtig viel Erfahrung bekommen, Erfahrungsrang 3. Ich denke, die hat er denen gegeben am Anfang vom Gefecht, wobei ich mir da jetzt gar nicht so sicher bin. Vielleicht haben sie die auch bekommen, weil bei 201 Kills kann ich mir das gut vorstellen.
Ja, durchaus. Genau, also würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben würde. Hoffe, es hat euch gefallen und dann bis Donnerstag. Macht's gut. Ciao, Leute.